So, und damit herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider 3. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben und ja, ich bin hier durch und durch verwirrt vom Level, aber das kennt man ja nicht anders von mir, dass ich hier von irgendwas in diesem Spiel verwirrt bin. Wir haben jetzt beim letzten Mal einfach versucht, seitlich zu springen. Versuchen wir einfach mal nach vorne zu springen und hoffen einfach... Nee, das... Der Abstand sollte zu weit sein. Der Abstand sollte zu weit sein. Es funktioniert. Cool. Lower, danke. Cool, das hat funktioniert. Okay, ich dachte, wir können hier stehen. Offensichtlich nicht. Wo kommen wir hier raus? Ich will wieder Flair. Hallo? Flair? Flair? Danke. Okay. Aber jetzt? Bei einer Etage höher? Probieren wir's! Na! Oh Gott. Wir haben's geschafft. Wir haben's überlebt. Die Frage ist, wie lange? Eigentlich speichere. Mir zu riskant. Mir zu riskant. Wir wissen nicht, was jetzt kommt. Warte. Mal sehen. Bitte nicht. Okay. Ist nicht zu tief. Okay. Gut. Miss Croft, ich nehme an, Sie wollen sich verpflichten? Wozu? Zur Arbeit für die Firma. Sie wären die perfekte Verkörperung meiner Produkte. Überlegen Sie nur. Sie bräuchten diese unansehnlichen Waffen gar nicht mehr. Das nicht, aber Ihren früheren Versuchsopfern nach zu urteilen, bekäme ich dafür ein unansehnliches Gesicht. Meinen was? Oh ja, Sie leben noch alle, sind sogar ausgesprochen munter. Ich will nur das Artefakt. Sicher. Im nächsten Leben. Das werden wir noch sehen. Cool. Let's Gate. 1:12. Was man eigentlich in 33 Minuten abschließen kann. Besiegt die Gegner 10. So, und jetzt sind wir hier beim letzten Level in London. Nämlich beim Level Innenstadt. Klar. Warum kompliziert machen, wenn es so einfach geht? Warte mal. Können wir hier wieder... Ich will gucken, ob wir jetzt rein theoretisch wieder... zum anderen Level kommen würden. Nein. Stimmt. Stimmt, ich habe vergessen, was wir ja gemacht haben. Gut. Okay. Wir lassen sie einfach mal nicht warten und rennen ihr einfach mal am besten hinterher. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Oh Gott! Oh Gott! Kann sie mit ihren Geschützen da weggehen? Ist nicht so toll, das Ding. Okay, wir können uns hier hinter verstecken, das ist gut. Also sie kann nicht durch die Sachen hier schießen. So einfühlsam ist sie auch nicht. Ah, komm, wir müssen nein, wir müssen nein, wir müssen nein. Komm, 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 komm. Aua, 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 das tut weh, das tut weh, das tut weh. Kannst du mal aufhören, das tut weh.
Kannst du... Was soll ich hier machen? Hat sich so gar nicht für mich gelohnt. Genau, stirb einfach. Stirb einfach. Bring mal runter. Der humanste Tod, glaube ich. Ja. So, wollen wir hier hochgehen? Dann rennt sie sofort, oder? Rennen wir hier doch hinterher. War eine schöne Idee, aber man muss sich schon festhalten, Lava. Aua! Jetzt hör doch auf! Das sind ja noch nicht mehr alle. Mann! Lara hält sich einfach nicht fest, okay. Der Weg war schon richtig, nur irgendwie können wir da mit dem Mister nichts anfangen. Den wir da dann haben. Das ist mein Problem. Dass der Weg ja richtig ist, aber die Umsetzung kompletter Müll. Nein, 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 lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Oh Gott! Okay. Wohin als nächstes? Ich glaube, dahin. Ich weiß halt nicht, was wir da mit... Ah, den Schalter können wir noch nicht machen, der ist zu. Ja, okay, sie trifft uns immer noch. Auf mich auszulachen, blöde Kuh. Komm, sagt. Du stinkst. Okay, da ist ein Medikit. Ja, mach mal weiter. Okay. Gehen wir mal hier rein. Haben wir hier ein Secret? Das kommt für mich wie ein Secret rüber. Und es ist ein Secret. Pass auf. Boah, hätte das nur gedacht. In einem Bosskampf, wo man hier einen ganz anderen Weg einschlagen kann. Das ein Secret sein wird. Aha, und es war sogar sehr wichtig für uns. Sehr schön. Das heißt, wir können gleich das andere Medikit nehmen. Und irgendwas sagt mir, dass sie eine sehr komische Art von Boss ist. Laura, hältst du dich bitte fest? Was ist dein Problem heute? Mist. Ganz schnell weg. Oh Gott. Okay, machen wir so. Machen wir so. Ist okay, ist okay. Wo holt sie überhaupt diese ganze Kraft? Was ist denn los bei ihr? Sie hat sie doch nicht mal alle. Gott. Auf mich auszulachen. Ich mag das nicht. Er lacht ist doof. So, komm. Nehme einen an. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe einen Schalter gedrückt. Voll gut. Aha.
Nimm mal eine an, ich komme dein Geheimnis schon ein bisschen näher. Meine Liebe. Sie lässt sich nicht dadurch beeindrucken. Ist schade. Ich dachte, das wird noch irgendwas zwischen uns. Aber nein, natürlich wird das nicht zwischen uns. Jetzt hör auf! Ich will die Scheidung! Gott! Jedes Mal, wenn sie ihren saustarken Strahl raushaut, dann bin ich fast tot. Nein, 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 nein. Ja, Heli. Heli ist immer gut. Oh, ja, klar. Das hab ich auch kommen sehen, ja. Ach nö. Das ist jetzt doof. Also, das ist jetzt doof. Warum haben wir denn oben nicht gespeichert? Wie blöd bin ich denn? Ich speichere für jeden Mist, aber für den nicht? So möchte ich auch sterben. So, komm. Ja. Das ist halt so blöd, weil es halt sehr viel Energie frisst, aber... Und weil sie mich jedes Mal auslacht, Mann. Tut mir leid, dass ich nicht so einen geilen Stab hab, so wie du. Kann ja nicht jeder so einen geilen Stab haben. Blöd, Mann. Kleines Medikit, weil wir da auch eins haben. Und speichern. Speichern, ganz wichtig. Schieß ruhig. Sehr gut. Ich mag's nämlich, wenn sie hier nichts trifft. Nein, ich mag's, wenn du nichts triffst, habe ich gesagt. Verstehst du unsere Spielregel nicht? Du darfst nichts treffen. Nicht mich treffen. Hört sich doch schon ganz anders an. Okay, versuchen wir es allein schon gar nicht mehr. Hier irgendwie da eine Konkurrenz zu sein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. An sich gefällt mir diese neue Taktik. Wenn sie ihren Riesenstrahl da auflädt, einfach verstecken. So, und bevor wir jetzt da hochgehen, ich weiß nämlich, dass sie vorhat, ihren Strahl da rauszuhauen. Können wir den wenigstens überleben, wenn wir den nicht komplett gedodged hätten. Ich nehme doch keinen Schaden, das ist das Problem. Ja, lach mich ruhig weiter aus. Du siehst gleich, was du davon hast. Blöd, Mann. Macht sie einfach Lara Croft aus. Was denkst du eigentlich, was dir bringt? Du triffst nicht. Und wenn nur ein bisschen, mein Gott. Okay.
Sagen wir jetzt einfach mal, dass wir da rüberspringen könnten. Dann können wir da rüberspringen. Gott! Muss doch irgendwas sein. Irgendwas muss hier sein. Irgendwas sagt mir böse. Vielleicht ist es auch nur einfach. Vielleicht ist es einfach nur sie. Aber ich glaube, hier ist irgendwas. Was sie nicht möchte, dass wir finden. Laden wir nochmal. Machen wir uns den Weg. Ja. Irgendwas sagt mir, dass da was faul ist. An der ganzen Sache. Ich komme einfach nicht dahinter, was es ist. Vielleicht springen wir ja mal dorthin. Und das war knapp. Und wie gelohnt hat es sich nicht. Wir sind genau an der Grenze der Map angekommen. Cool. Aber weg kommen wir jetzt auch nicht mehr. Schon. Aber bringt uns halt nichts. Oh, mach so. Okay. Nehmen wir die Zeit, um uns jetzt hier mal genau umzugucken. Mit dem Sprung kommen wir nicht dahin. Also springen wir nochmal darüber. Es müsste ja irgendwas damit zu tun haben, dass wir irgendwie rüberspringen müssen. Und sie dann halt. Warum, Lara? Warum? Ich verstehe es nicht. Ah, okay. Ich wusste nicht, ob man das überhaupt schaffen könnte, aber ja, kann man. So, das Offensichtlichste. Manchmal muss man gar nicht out of the box denken. Manchmal reicht es einfach. Wenn sie einfach keine Kraft mehr hat. Ja, okay. Das war jetzt nicht das Problem, woran sie starb. Aha, woran sie starb, weil sie einen Stab hat. Nein. Sie wurde elektrisiert. Nicht, dass sie daran sterben kann. Das ist doch nicht dein Ernst!
war. So. Jetzt speichern. Dann gehen wir so rüber. Ups. Haben es noch geschafft? Egal, wir haben es. Mit sicherheitshalber mal den Umweg genommen. Um dann zu sterben. Ich lerne es auch nicht. Man kann es mir förmlich ins Gesicht schreien, dass immer noch Strom drauf ist und ich werd trotzdem jedes Mal da reinlaufen. Gehen wir doch einfach mal dorthin, wo kein Strom ist. Nämlich hier. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob wir einsammeln können, ohne einen Schlag zu bekommen. Nein. Ein einziges Rätsel. Und meine Inkompetenz trennt mich vom Abschluss dieses Levels. Hauptsächlich ist es meine eigene Inkompetenz, die mich davon abhält. Lass mich raten, wir hätten hier nicht hin gebraucht. Anscheinend ja schon. Ich weiß, was es ist. Haben wir unten den Strom überhaupt angemacht? Wenn ja, dann ist nämlich das Problem. Dass wir den Strom ausmachen müssen. Komm, da muss aber erstmal drauf kommen. Okay, das war weird, but okay. Haben es irgendwie da reingeschafft. Und ich meine, wir haben da überhaupt den Strom angemacht. Mit dem Knopf. Geht nicht. Geht einfach nicht. Super. Finden wir hier irgendwas, was uns helfen könnte? Nö. Auch nicht. Nö. Irgendwie will hier gar nichts. Ja, wir versuchen mal den Sprung. Ansonsten würde ich sagen, war das ja. Machen wir das in der nächsten Folge einfach.
Das heißt, in der nächsten Folge schließen wir das Level ab und reisen dann zum Fluss. Denn wir müssen es ja noch abliefern. Ne? Kam ja unserer Forderung nach. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge von Tomb Raider 3. Bis dann, haut rein und tschüss. Ein kleiner Nachtrag, und zwar, ja, wollte ich ja hier eigentlich die Folge beenden, aber nein! Es wird mich bis in alle Ewigkeit verfolgen. Was haben wir denn hier? Heißt... Machen so. Kommen wir rauf und können raus. This is Gremlins to base. Come in, base. Come in, base. Dead air, man. We gotta get down. This is too much. That was hairy.